Herzlich willkommen vom Mittagessen oder von der Mittagspause. Zuerst möchte ich erstmal Iris Groß begrüßen. Sie ist Vizepräsidentin für Lehre vom Haus hier und sie hat euch ein paar Dinge zu erzählen. Ja, herzlich willkommen hier bei uns an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Zu erzählen habe ich nicht besonders viel, außer dass wir uns sehr freuen, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind und auch direkt so zahlreich, dass diese Veranstaltung so viele Menschen anlockt. Das ist fantastisch und wenn man sich das Programm anschaut, dann kann man erahnen, wie viel Mühe dahinter steckt, so viele Hörsäle mit so vielen spannenden Workshops zu füllen, von denen ich noch nicht mal den Titel verstehe. Das ist für mich immer faszinierend. Also ich habe alles durchgeguckt, hier und da mal was entdeckt, wo ich gedacht habe, das würde ich mir auch gerne anschauen. Und bei vielen habe ich bloß gefragt, ist das meine Sprache, was ist das hier? Und bin immer sehr beeindruckt, dass es Leute gibt, die da was von verstehen und was damit anfangen können. Es ist für uns ein spannendes Thema, Open Source. Ich persönlich komme als Maschinenbauerin aus einer anderen Welt. Da kostet es immer etwas, wenn wir eine Maschine bauen und niemand macht irgendwas umsonst. Wir können uns die Schrauben halt nicht teilen. Sie können das. Das ist faszinierend. Das ist auch für uns in der Lehre spannend. Es ist die Frage, was da alles noch gemacht werden kann. Welche Produkte wir uns teilen. Es heißt immer, dass ein Prof von einem anderen also eher die Zahnbürste benutzt als sein Skript. Aber ich denke, auf Dauer wäre es schon eine schöne Sache, wenn wir da auch ein bisschen uns weiterentwickeln könnten in ihre Richtung. Und wenn ich frage, warum Sie das alles machen und warum Sie hier sind, dann höre ich, weil Sie etwas tun wollen für andere und mit anderen und bin dann einfach sehr positiv beeindruckt. Das finde ich klasse. Und noch besser finde ich, dass Sie auch die Folgen Ihres Tuns bedenken und diskutieren und dass es dazu jetzt gleich eine spannende Keynote geben wird. Frau Joan Palassi hat auch einen interessanten Artikel in der FAZ gehabt zum automatischen Bewerten von Klausuren. Also da möchte ich auch nicht so spontan hin, aber wenn man vor 300 Klausuren sitzt, ist die Verlockung natürlich groß, dass man das macht. Also ich wünsche Ihnen eine sehr erfolgreiche Konferenz und hoffe, wir sehen Sie nächstes Jahr dann auch alle wieder.